Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eurotruck, was wahrscheinlich auch für die längere Zeit. Wie ihr schon gesehen habt, es kam ewig lang gar nichts mehr. Ich hatte halt mega viel zu tun und Markus hatte auch leider nicht die Zeit aufzunehmen. Und da wir aber generell eigentlich so gut wie alle Spiele gemeinsam hier auf dem Kanal aufnehmen wollen, denke ich mal, war es gut, nicht einfach selber die ganze Zeit Solo-Folgen zu machen. Ich weiß, manche von euch wollten meine Folgen sehen, zumindest ein paar, die überhaupt geguckt haben, und ich danke dafür auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, es wird auf jeden Fall etwas pausieren, wir werden aber den Kanal jetzt wieder etwas aktiver gestalten, das habe ich mir fest vorgenommen. Ja, die Sache ist halt, Markus' Motivation hält sich nicht immer so in Grenzen und ihr wollt ja auch kein gezwungenes Aufnehmchen haben. Ich kann ja sagen, Markus, du nimmst jetzt auf, wir müssen aufnehmen. Ja, das müssen wir ja schon mal gar nicht, ne? Das wisst ihr ja, weil hier geht es ja nicht um Geld, Fame oder irgendeinen anderen Kram. Hier geht es einfach nur dabei, unser Blödsinn mit der Welt zu teilen bei Spielen. Wie bei vielen anderen auch, die da natürlich wesentlich erfolgreicher sind. Aber ich wollte einfach nur sagen, hier ist eine Aktion, gerade Trade Connection Germany. Könnt ihr hier lesen, denn ihr wollt sicherlich nicht meinen lächerlichen englischen Akzent hören, während ich Englisch vorlese, aber ich kann es gerne mal tun. Oder nicht? Complete 10 total deliveries of any cargo to Germany and 10 other different countries. Each delivery must be at least 300 kilometers. This is also a community event as the entire community is required to deliver. Bla bla bla, viele Tonnen, jetzt komm bitte. Das lese ich jetzt nicht auf Englisch vor. Nö, will ich nicht. Tons of cargo in total to Germany from any another country or vice versa. Weiß nicht, was das ist. Das kenne ich überhaupt nicht. Das Wort habe ich noch nie gehört. There is no distance limit for the community deliveries. Read more. Nö. Bla bla bla. Ich habe echt keinen Bock, das alles vorzulesen. Ich spur runter. Falls euch brennend interessiert das Event, müsste es dieser Folge noch aktuell sein. Das ist auch ein Grund. Wir hatten Folgen aufgenommen, nur Markus hat sie nicht fertig gerendert. Ich hatte sie schon auf der Platte. Ich hätte sie eigentlich hochladen können, dann hätte man halt nur meine Sicht gesehen. Ich hätte gerne so viele FPS wie in dem Bildschirm wie gerade. Auf jeden Fall zu sagen, weil ich muss jetzt erstmal mich gerade wieder sammeln, weil meine letzte Aufnahme für Eurotruck echt ewig her ist. Es gibt Anhänger, wie ihr sehen könnt, also hier die Auflieger. Ich gehe mal zum Aufliegerhändler, da seht ihr, ihr könnt jetzt eure eigenen Anhänger haben und ich habe natürlich schon einen. Und ich habe so einen hier, ein Tandem-Ding. Ich bin momentan in Skandinavien unterwegs gewesen. Ich habe viel Offscreen gemacht, ja, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Aber es gibt auf jeden Fall Auflieger neuerdings und ihr könnt damit jetzt spezialisiert Fracht nehmen. Macht ihr zum Beispiel den Auflieger zu einem Kühlauflieger, könnt ihr hauptsächlich verderbliche Waren transportieren und in jede Richtung halt, zum Beispiel einen Auflieger ohne Dings, da könnt ihr dann Maschinen transportieren und so weiter. Je nachdem, was ihr Bock habt, ihr sagt euch, das will ich unbedingt liefern, könnt ihr diesen Anhänger dazu machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature. Ich persönlich genieße es sehr, ja, kann man so sagen. Ja, das sind halt, es gibt einige neue Features, Verbesserungen und blub. Dazu lest am besten die Patch Notes, dafür euch interessiert, weil ich werde bestimmt das eine oder andere vergessen. Entschuldigung, kurz. Ich bin krank, wie man vielleicht hört. Ich weiß nicht, womit ich mich schon wieder angesteckt habe, aber jedes Mal, wenn ich aufnehmen will, bin ich krank. Ob das zusammen liegt? Vielleicht muss ich ja krank sein, damit ich Computerspiele aufnehmen will. Nein, natürlich nicht. Oder doch? Das werdet ihr nie erfahren. Das werde ich tatsächlich nie erfahren, weil ich selber nicht weiß. Ich werde vielleicht 1-2 Folgen, 3-4 Folgen aufnehmen, ich weiß es nicht genau. Und dann wird das Let's Play pausiert, vielleicht kommt es, es wird nicht eingestellt, weil dazu liebe ich dieses Spiel zu sehr, ich mag Sachen durch die Gegend zu fahren. Vielleicht werde ich Solo-Aufnahmen machen, aber ich werde es nicht so übertreiben, weil es der Kanal soll ja Markus und mich beim Spielen zeigen und nicht nur der Mike labert euch zu, sondern der Markus labert euch mit zu. Zumindest war das die Idee dahinter. Ich hoffe, ihr versteht das, die Sache. Ich hoffe, ja. Falls ihr dennoch Solo-Folgen explizit von mir sehen wollt, könnt ihr jetzt gerne mir Bescheid sagen in den Kommentaren. Oder die Leute, die mich halt so kennen, schreibt mich im Steam an oder sonst wo.
Wenn ihr irgendein Spiel sehen wollt, was ich zufällig habe oder nicht, schreibt mir jetzt jemand, ich kann es gerne mit euch aufnehmen, aber ich kann euch nicht garantieren, dass ich es nicht schon mal gespielt habe. Das Problem ist, ich habe viele Spiele, gute Spiele. Wie zum Beispiel mein Lieblingsspiel Nier Automata, habe ich so explizit durchgespielt, ich könnte euch gar nicht das Feeling geben, weil ich schon alles kenne. Und das Spiel ist wirklich, ich liebe es. Der PC-Port mag nicht so stabil laufen, was war das denn jetzt? Nicht so stabil laufen wie andere, aber es ist dennoch ein gutes Spiel. Ich empfehle tatsächlich die Konsolenversion, am besten für eine Pro oder blabla, 60 FPS-Konsole. Aber genug Werbung gemacht dafür, aber nur, weil es da stabiler läuft. Auf PC sieht es immer noch besser aus und es gibt Haufen Mods, wo man es stabiler kriegen kann. Er ist halt ein Indie-Studio, was von Square Enix gepublished wurde, da kann man es drüber streiten oder nicht, aber es ist halt nicht so das größte Budget. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Spiele sehen wollt, ich werde vorher sagen, ob ich das Spiel schon gespielt habe oder nicht, damit ihr euch nicht wundert, warum ich auf einmal nicht bei dieser dramatischen Wendung nicht überrascht bin, weil ich schon kenne. Ich hätte zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey aufnehmen müssen, können. Das fällt einem hinterher an. Ich wusste aber nicht, ob mir das Spiel gefällt. Aber da habe ich mit dem richtigen Set-Boni und allen drum und dran kann man wieder Assassin's Creed spielen, wie es sein soll, mit Schleichen und Kettenabtaten, also sprich mehrere Abtaten zur gleichen Zeit und. Aber gut, genug davon von anderen Spielen. Ich habe jetzt schon 5 Minuten gequatscht über Sachen. Wie gesagt, ich werde gucken, wenn ihr es wollt, dass ich weiter aufnehme, wie ich durch die Gegend fahre und dabei Unsinn erzähle. Schreibt es mir auf Steam oder in den Kommentaren und ich werde es tun. Aber denkt daran, ich möchte auch Markus soll auch dabei sein und er möchte auch dabei sein. Und ihr wollt auch Markus, ja, das weiß ich. Er sollte mal die Facecam wieder anmachen. So klein und kuschelig wie er ist. Auf jeden Fall, dann wollen wir mal 1-2 Folgen aufnehmen, ne? Oder 3? Ich weiß es nicht, je nachdem. So, Auftragsangebot. Was? Ladungsmarkt. Verwende deinen eigenen Aufleger, um eine große Vielfalt von Fracht an ihr Ziel zu bringen. Wollen wir es doch mal dahin bringen, ne? Wir sind momentan in Skandinavien unterwegs, wegen dem Auflieger. Wir können auch, glaube ich, nicht damit raus. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich habe keinen Bock, dass ich pleite gehe. Guck mal, ich habe voll die geilen Aufträge. Ich kann Fässer oder Holz durch die Gegend liefern. Yay! Ich sollte den Umblick mal auf Kühlung machen, weil ich will... oder gefahren, gut, ich weiß nicht, ob das geht, das können wir gemeinsam in der Werkstatt angucken, aber erstmal fahren wir eine Lieferung. Ich finde, wir fahren, wie weit ist das? Das glaube ich springt den Rahmen. Obwohl eine Fahrt in mehreren Folgen? Ich glaube, das kann man so aufteilen, ne? Dann hat man wenigstens so ein bisschen eine Cliffhanger-Spannung. Wird jetzt an den Ziel Unfall freischalten? Ich weiß nicht, ob mein Charakter ausgeruht ist oder nicht, aber ich will dieses Ziel erstmal. Und ich will was anderes fahren. So, der Regen ist zu hören, die FPS sind leider nicht so hoch, die Grafikmod zieht halt viel dran, weil ich in der Stadt bin. Ich hoffe, das wird sich gleich legen. Das ist halt die alte Engine, die funktioniert mit der neueren CPU irgendwie nicht so gut wie die ältere. Ich habe ein Navi-Ziel eingestellt und habe kein Navi-Ziel. Das Leben ist hart. Ich glaube, ich bin direkt schon am Dings. Bin ich denn ausgeruht? Nein. Das heißt, ich werde mich mitten in der Fahrt ausruhen müssen. Außer es sind noch... Wie viele Stunden habe ich denn noch? 5 Stunden? Nein, ich finde das legit. 5 Stunden fahren. Ah. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Jetzt seht ihr diesen Anhänger, den ich meine. Natürlich in dem Daisho-Design. Aber das Problem ist... Ich muss den jetzt hier gerade rauskriegen. Ich habe vergessen gerade für einen kurzen Moment, dass ich wirklich in Tandem fahre. Das fängt ja gut an. Ich sag euch, das ist gar nicht so einfach. Ich zum Beispiel in echt noch nie in Tandem gefahren mit einem LKW. Oder mit einem Auto. Ist in Deutschland auch an gewissen Strecken gar nicht erlaubt. Mittlerweile in manchen schon. Licht ist an. Jetzt ist es wirklich an. So. Ladungsmarkt. Ich muss gerade mal gucken, was wäre denn cooler? Vom Streckenwert her ist das natürlich am besten, aber das ist ein bisschen kurz. Ich will aber nicht nach Dänemark. Wir waren noch nie im Let's Play in Norwegen, nicht? Oh Gott, das wird so... Oh Gott, Norwegen ist so arschbergig, ne? Ich glaube, ihr werdet zu lachen haben. Bringen wir es doch einfach mal dahin. Das ist nicht der lukrativste Auftrag, aber es ist ein Auftrag.
Nach Möglichkeit werde ich natürlich das automatische an Aufliegen Ding benutzen. Ich muss erstmal wenden. Moin. Das ist tatsächlich auch ein echt erlaubt, so zu wenden. Ich weiß nicht, wie es in Skandinavien ist, aber in Deutschland ist das tatsächlich so erlaubt. Manchmal gibt es die Funktion, die Sachen zu überspringen. Ich weiß nicht, ob man das triggert. Ach, jetzt. Ihr wollt nicht sehen, wie ich die ganze Zeit versuche, da reinzukurven. Es ist echt verdammt schwer mit dem Tandem-Anhänger. Da muss ich auch mir zugestehen, da ist diese Überspringen-Funktion zum Aufladen der Fracht goldig. So. Das ist echt eine tolle Kurve. Ich würde ja niemals fluchen, sowas kennt ihr gar nicht von mir. So. Ach, mir fällt gerade was auf. Warte mal, Leute. Wir brauchen Musikuntermalung. Sonst wird es ein bisschen leise, ne? Ich stelle das Radio aber wieder mal ein bisschen leiser. Weil sonst bin ich vielleicht zu leise. Wenn ich mir das Mikrofon noch lauter mache, muss wohlgemerkt sagen, das Mikrofon... Ich habe es momentan recht gut gefiltert gekriegt, wieder nachdem ich einen Mist benutzt habe. Ich habe da echt viel rumprobiert. Letzter Zeit und... Meint ihr, das ist laut genug? Ich denke schon. Natürlich kriegt's bei mir Metal, denn ich stehe auf Metal. Ich würde theoretisch auch Industrial machen, aber ich weiß nicht, welcher Sinn er hier Industrial hat. Wenn ihr wisst, welcher hier Industrial hat, da wäre ich auch sehr dankbar drüber. So, dann fahren wir weiter hier, ne? Ein Ladebildschirm? Okay. Ich sag dazu gar nichts mehr. Machen wir mal die Wischer der Scheibe an. Ein bisschen schneller wischen, ne? Entschuldigung. Und die Nase wollte weglaufen. Ihr seht, auch gerade im Rückspiegel, den rechten habe ich deswegen auch wieder angemacht. Weil ich hatte das kurzzeitig komplett aus. Die Zusatzspiegel, aber es ist echt hilfreich, wenn man Tandem fährt, diesen Spiegel anzuhaben. Ist natürlich nicht ganz realistisch. Aber ich habe ja auch nicht die realistischsten Einstellungen für die Simulation. Natürlich schon einen hohen Grad an Schwenkungen. Ja, aber das kann auch umkippen, das Ding schneller als man denkt, habe ich festgestellt. Ich hoffe, ja, es hält sich auf jeden Fall bei 30 FPS irgendwie konstant hier in der Stadt. Ich hoffe, das hält sich mal bald höher, weil ich würde gerne 60 FPS erreichen. Aber das ist irgendwie mit der Engine ganz komisch. Das ist halt nicht mehr das neueste Spiel, muss man dazu sagen. Aber ihr kennt es ja auch sicherlich von anderen Let's Playern, die FPS machen manchmal in diesem Spiel, was sie wollen. Weil ich habe geguckt, ob das nur bei mir so ist. Nein, es ist bei Markus so, es ist bei mir so und es ist bei ungefähr gefühlt. Es gibt einen, der hat irgendwie einen speziellen Rechner für solche Spiele, die auf dieser Engine laufen. Aber ich werde sicherlich jetzt nicht noch einen neuen Computer bauen, nur für Euro Truck. Aber außerdem die alte Hardware-Komponenten zu kriegen, ist verdammt schwer, glaubt mir. Das ist teilweise unmöglich. Wow, 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 wow. Was wird denn das hier her, Mike? Habt ihr gesehen? So sollte man keine Kurve fahren. Ah. Ja, ich habe Kredite übrigens aufgenommen, müsst ihr euch nicht wundern. Weil ich halt ein bisschen rumprobieren wollte. Im Moment haben wir einen recht teuren Kredit anlaufen, weil der Anhänger war echt nicht günstig. Kann man sagen, ja, aber wo ist denn der Reiz, da spielen? Ja, den ersten Anhänger, den ich hatte, habe ich tatsächlich erspielt. Hätte ich gewusst, ich bin halt dumm gewesen, dass ich meinen anderen Anhänger in Zahlung geben kann, hätte ich gar keinen Kredit aufnehmen müssen, aber... Ach ja, und ich wollte noch eine Garage in Skandinavien haben, und ihr wisst, gerade Garagen sind verflucht teuer. Boah. Keine Musik ist auch Musik. Ich habe Radio angemacht für Musik. Was ist mit dem FPS los? Außen geht, wenn ich außen sieht man. Hält sich so knapp bei 30, jetzt sogar unter 30. Ich verstehe es nicht gerade. Weißt du, sonst habe ich für 1000 FPS und Dings. Hier ja gar nicht. Frag mich bitte nicht. Es liegt wahrscheinlich an der Grafikmod tatsächlich, aber ohne die Grafikmod sieht das Spiel nicht ganz so schön aus. Und man kann so mit 30 bis Dings FPS doch gut leben. Ich werde es natürlich versuchen, ein bisschen zu verbessern im Rendering-Programm, keine Sorge. Da kann man ein bisschen tricksen, dass es dann doch wirkt.
vernünftig wird. Wir fahren hier ein bisschen schnell, ne? Ja. Ja, was habe ich so die Tage, was habe ich dazu gemacht? Ich habe das WoW-Add-on ausprobiert gehabt, natürlich, in der Zeit. Ja, WoW ist, ich versuche immer WoW wieder eine Chance zu geben, aber es ist momentan halt echt wie Diablo. Und das meine ich halt echt so, wie ich sage. Und die Bosse-Mechanik im Raid, wir haben natürlich wieder geradet, Markus und ich, in WoW. Sie sind echt langweilig und das meine ich so, wie ich sage. Und außerdem ist WoW ein bisschen arg zeitaufwendig geworden, wenn man wirklich Mystic raiden will. Deswegen, nein. Einfach nur nein. Ich spiele wieder Final Fantasy 14. Ja, habe ich jetzt nach der längeren Pause mal wieder angemacht. Und da muss ich nicht so viel Zeit aufwenden, um Endcontent mit raiden zu dürfen. Und das ist für mich ein Grund, warum ich es spielen will, weil ich auch gerne noch was anderes spielen will und vor allem noch ein Leben hätte neben WoW gern. Ja. Das mag den einen oder eingefleischten WoW-Fan nicht gern zu hören sagen, aber ihr wisst selber, wie viel Zeit man aufwenden muss. Gerade wenn man wieder neu anfängt. So, und ich habe vorgenommen, jetzt, so wie ich es privat mache, mal ein bisschen mich mehr an die Verkehrsregeln zu halten und nicht einfach Leute zu überholen. Es gilt hier, wie Markus so schön sagte, er liebt dieses Wort, es ist für ihn wie Bier, das Rechtsfahrgebot. Auch in Skandinavien, ich habe erkundigt. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Oh, jetzt, ja. Moin. Machen ja auch am besten eine Vollbremsung, ey. Manche Leute, ne? Das ist realistisch gewesen gerade. Falls ihr gerade mal Stuhl hört, wundert euch nicht, ob gerade meine Sitzposition geändert. Denn das wird tatsächlich empfohlen und ich kann es auch nur empfehlen. Vorher den hüttischen Stuhl mit vernünftigen Lehnen und so. Muss nicht unbedingt so ein Noble Chairs Gaming Stuhl sein, sondern einfach vernünftige Stühle. Am besten irgendwas Weiches unten. Und damit ihr auch gezwungen seid, ab und zu mal die Sitzposition zu ändern. Oh, great. Ich hasse es. Oh, lass mich raus. Nice. Danke dir, Bruder. Und bremsen. Die Musik ist gerade ein bisschen langweilig, ne? Ich hätte eigentlich so voll Metal gedacht, aber ein bisschen warten. Das ist immer so ein bunter Mix. Entschuldigung, falls ihr gerade Geräusche hört. Ich habe hier ein bisschen viel Zeugs auf dem Tisch stehen und versuche damit Trinken zu holen. Ja, das Messi-Syndrom des Tisches. Ah, erfrischende Softdrink nicht namhafter Marken. Ich weiß in der heutigen Zeit ja nie, was man auch so sagen kann in Richtung Marken und nicht. Und ja, kein Bock nur, weil ich auch Spaß aufnehme, irgendwelche Ärger deswegen zu kriegen, weil es gibt echt Leute, die warten nur darauf. Selbst bei ganz kleinen Zuschauerzahlen. Es gibt echt Leute, die haben nur irgendwie Hass und Missgunst für alle. Ich meine, was hält ihn davon ab, das einfach selber zu machen? Er braucht ein vernünftiges Mikro, einen halbwegs anständigen Rechner und dann startest du die Aufnahme und legst los. Hör mal, da ist nicht so schwer dran. Das ist beim Streamen genauso. Man könnte sagen, aber Streamer haben doch mal so krass Rechner. Ja, die professionellen Großstreamer haben die krassesten Rechner meistens, ja. Ich habe jetzt auch keinen Durchschnittsrechner, muss man auch mal zu sagen, aber das ist halt, weil ich mein Geld dafür investiere, ne? Aber zum Beispiel, ja, dafür braucht ihr euch nicht vergleichen. Ihr müsst ja nicht mal die krasseste Grafikeinstellung haben. Also die meisten Leute gucken zu, weil sie sympathische Leute beim Spiel sehen wollen und keine Grafik braucht. Natürlich gibt es den einen oder anderen recht reifen Menschen. Boah, war das knapp, ey. Dieser Tandem-Anhänger braucht ewig zum Bremsen. Gibt es den einen oder anderen sehr reifen Menschen, der sagt, Grafikeinstellung voll scheiße, Mann, was los? Irgendwie ist die FPS jetzt wieder halbwegs normalisiert. Die Spielmarkt steht hier nicht. Das ist vielen anderen Spielen ähnlich. Hier ist es aber der neue Zuschritt. Auf jeden Fall wird der eine sagen, hey, kürzer Rechner, du brauchst bessere Grafik, Alter, was ist da los? Lol, Omega Lul. Ja, da kann ich mir drauf antworten, weil ich schon bei Omega Lul sind. Ich hab's gesagt. Ja, weil ich kann schlecht ein Smiley, obwohl ich könnte theoretisch eine Aufnahme ein Kappa-Smiley einsammeln. Ja,
das wirkt irgendwie so komisch, das machen so viele sowas und es wirkt irgendwie, weiß ich, deswegen denkt euch einfach, das ist jetzt mal die Idee, mit auf euren Bildschirm scrollen. Auf jeden Fall, lasst euch nichts sagen. Die Leute gucken nicht, weil ihr die krassesten Grafikeinstellungen habt, sondern weil sie einfach euch zusehen wollen. Was ich hier halt übertreibe mit der Mod, würde ich nicht unbedingt jedem PC empfehlen. Macht einfach so, dass das Spiel vernünftig läuft. Sind wir mal ehrlich, das sieht schon schick eindeutig in der Grafikmod aus. Auch der Regen und alles, ne? Wollte ich jetzt eigentlich mal zeigen, aber dann guckt ihr einfach den LKW rausgeschossen, sehr gängig. So. Ja, und spielt vor allen Dingen, spielt was ihr spielen wollt, das kann ich immer nur wieder empfehlen. Ihr dürft nicht nach Zuschauerzahlen gehen, dann werdet ihr keinen Spaß haben. Entweder ihr werdet bei großen erfolgreich oder bei kleinen. Aber Hauptsache ihr habt Spaß, weil, ganz ehrlich, wenn ihr großen erfolgreich wird, wird es halt so als euren Hauptberuf und dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr das dann machen wollt, ne? Vielleicht wollt ihr doch lieber als Mechatroniker hauptberuflich arbeiten oder als Koch. Ja. Köche braucht die Welt. Ich bin eindeutig dafür, aber die sollten mal künftige Arbeitszeiten kriegen oder als Pflegekraft, die auch viel Unterstützung und ich meine, in ihrem Beruf kriegen könnten. Schon einfach nur Outsourcing zu machen, das ist ja ein absoluter Witz. Aber gut, kann ich doch, das, ob das politisch ist oder nicht, auf jeden Fall ein bisschen schon nicht. Aber darum geht es ja nicht. Es ist einfach Unsinn, dass man versucht, billige Arbeitskräfte ins Land zu holen, wenn man stattdessen die ganzen ausgebildeten Arbeitskräfte im Land mal vernünftig bezahlen könnte und ihnen vernünftige Arbeitszeiten gibt, weil das sind auch Menschen. Und man kann die Leute nicht zwingen, nur weil sie den Beruf lieben, die mit alten Menschen oder kranken Menschen oder Kindern oder was auch immer, ne? Allgemein, das ist sowas in die Richtung, das ist immer sehr schlecht bezahlt und undankbar. Diese Menschen machen das gerne. Die machen es meistens nicht aus Geldgründen, sondern weil sie es machen wollen. Und das ist der springende Punkt, worauf ich hinaus will. Macht es, weil ihr es machen wollt. Aber zum Thema noch machen wollen, aber man kann diese Menschen deswegen nicht ausnutzen. Und das ist ein Unding, sowas. Unsere Politik ist allgemein sehr bescheiden. Wenn arbeitslos ist, ist Hartz IV ein absoluter Witz. Da brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt können also nur richtig die Arbeit nämlich nicht. Ja, aber es ist menschenwürdig. Hat nicht jeder ein gewisses Grundeinkommen verdient. Ich zum Beispiel bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Man kann sagen, jetzt voll der jüdische Portfolio. Ja, aber du hast das Geld auch. Du hast ja nicht weniger, du hast sogar noch mehr dann. Weil es ja ohne Bedingungen ist. Also steigt doch nur die Preise nicht direkt. Es gibt Beispiele, wo die Steuerpreise nicht steigen. Und man muss sich halt auch mal aufsetzen und sagen, nee. Auf jeden Fall solche Sachen, dass die Leute einfach auch mal, weil nicht jeder kann arbeiten gehen, sucht aber arbeiten soll, deswegen dann wie ein Hund leben in einer Hundehütte, der man angekettet ist mit einem Steinchen drin. Und haben diese Menschen nicht auch mal verdient, wenigstens alle zwei Jahre mal in den Urlaub zu fliegen oder alle drei Jahre, wenigstens überhaupt, und sich mal neue Klamotten holen zu können, wenn sie mal kaputt sind oder eine neue Waschmaschine. Richtig, das können die alles nicht machen. Und nein, sagt nicht, dass man damit ansparen kann. Wenn zum Beispiel vorher gearbeitet hast und noch rauchst und so, du kannst ja einfach mit dem Rauchen aufhören. Du bist wahnsinnig, Alter. Wenn du ein Kettenraucher bist, ich spreche das Erfahrung und jeder sagt, Rauchen aufhören ist leicht, der lügt, der hat nie wirklich geraucht, wenn das ehrlich ist. Ich spreche jetzt mal Erfahrung, ich habe schon so oft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, ich habe mir schon so einige Sucht abgewöhnt, aber Rauchen, das kriege ich nicht gedacht, momentan immer noch. Ich sag's einfach, wie es ist, macht euer Ding, macht es. Macht, was ihr machen wollt und unterstützt Menschen, die Hilfe brauchen, das finde ich ganz wichtig. Und auch unterstützt Tiere. Finde ich wichtig, Tiere, Tierheime, WWF, alles, was wir machen können. Ich will hier niemanden zwingen, sondern macht, was ihr machen wollt, weil es ist keine Pflicht, aber ich finde es wünschenswert, wenn mehr Menschen geht, es etwas besser geht, mehr für die Menschen und Lebewesen und allgemein für die Welt tun, denen es nicht so gut geht. Nicht? Ich finde, das soll eigentlich gesunder Menschenverstand sein. Das hat alles mit Religion oder sonst was zu tun, sondern einfach mit einer Verantwortung. Ne? Zu meinem Teil, ich verdiene nicht schlecht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da geht der schon, weil ich ihn langweile. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich verdiene nicht schlecht. Nein, wirklich nicht. Aber ich nutze das ganze Geld nicht für mich. Ich versuche tatsächlich so viel wie möglich zurückzugeben, weil ich möchte einfach, dass es anderen Menschen auch besser geht. Und das ist aber, ich will niemanden dazu zwingen. Zum Spenden animieren, das tue ich gerne, da bin ich jetzt ehrlich. Was ist da gerade? Ich habe den nicht gesehen. Habt ihr den gesehen?
Ja, gut, das sollte man allerdings nicht tun. Ich habe den echt nicht gesehen. Ich bin echt doof. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bin voll in den Reihen gebrettert. Ich habe den nicht gesehen im Augenwinkel. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Oder ich werde es mir da auch mal angucken. Wer verspendet und macht, was ihr könnt. Helft anderen Menschen, wo ihr könnt. Das möchte ich. Wenn ihr selber nichts habt, dann, ey, dann macht's nicht. Ihr braucht selber auch was zu essen. Aber wenn ihr selber genug habt, dann tut doch bitte den Menschen einen Gefallen und helft ihm, weil nicht jeder kann was für sein Schicksal. Und nicht jeder kommt aus seinem Schicksal raus, egal wie sehr er es versucht. Denn ich hatte es auch nicht leicht. Ich weiß genau, wie es ist, arm zu sein und zu hungern. Und ich meine wirklich richtig hungern für Tage. Nicht nur so für ein paar Stunden. Das ist echt nicht schön. Und du kommst auf Gedanken, die nicht gut sind. Ich rede ja nicht von Kannibalismus, sondern andere Menschen teilweise Leid anzufügen, weil du selber fressen willst. Deswegen lass die Menschen auch gar nicht, weil du wirst, kannst irgendwann nicht mehr klar denken. Deswegen lass die Menschen auch gar nicht erst ungern vor allem nicht mehr. Gift ist Milch. Milch ist Gift, genau. Du kannst ja auch entsprechen, mal wie ein Weltmeister. Auf jeden Fall lass die Menschen nicht hungern. Helft die, wo ihr könnt, wenn ihr es könnt. Wenn nicht, weiß ja kein Bein raus, wenn ihr selber gerade mal so über den Rücken guckt oder sagt, ich muss, kann momentan nicht, weil dies und das. Das ist keine Ausrede, sondern die Realität. Nicht jeder kann spenden, wenn er es auch gerne tun würde. Meine Erfahrung, ich lasse euch mal ein bisschen an mein Altmännerwerden teilhaben, weil natürlich noch durchschnittlich jung bin, im Gegensatz zu anderen Leuten. Vor allem das Wichtigste ist, sucht euch halt einen Job aus, der euch zusagt, der euch Spaß macht. Kann auch LKW-Fahrer sein, was auch immer zum Beispiel. Es geht nicht darum, dass ihr mit wenig möglich Aufwand Geld verdient, sondern dass ihr Spaß bei eurer Arbeit habt. Weil ihr lebt nur einmal. Ihr müsst, niemand soll euch zwingen zu sagen, ich muss jetzt diese Arbeit machen, weil meine Eltern, die mir das sagen. Nein, musst du nicht. Du lebst dein Leben, nicht deine Eltern. Und deine Eltern werden dir eigentlich zu 99% sagen, mach dein Ding, Kind. Oh, ich hasse es. Ja, falsche Taste. Ich bitte um Entschuldigung. Das muss ich probieren. Macht euer Ding, macht was ihr wollt. Und macht es vor allen Dingen. Ich werde jetzt hier noch an die Raststätte fahren. Und hoffentlich nicht beim LKW zerdreppern. Das war jetzt nicht, weil ich ein Crash bin, sondern weil ich die Handbremse mitbekommen habe. Alter, das ist so ungewohnt, ne? Schlafen wir? Schlafen ist wichtig. Machen hier den Pause-Bildschirm an, weil ich die Aufnahme unterbreche, das einfach dann zu schneiden. Und wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Die Fahrt machen wir mal zu Ende. Es wird noch ein paar Folgen geben jetzt, also die, und es werden wahrscheinlich noch zukünftig welche kommen. Wenn ihr mir zum Beispiel sagt, hey Mike, ich hätte gerne Bock, dir weiter beim durch die Welt, durch Europa fahren, mit dem LKW zuzugucken, schreibt es in den Kommentaren, die mich halt kennen, dass die meisten Zuschauer hier auf dem Kanal sind, glaube ich. Schreibt mich einfach an. Auf Steam. Sagt, ich möchte gerne das von dir sehen. Sagt mir einfach Bescheid. Und ich werde gucken, wie ich es zeitlich einrichten kann. In diesem Sinne, Leute. Bis zur nächsten Folge.